Ich habe euch hier nämlich heute was ganz Spezielles mitgebracht. Und zwar nicht zwangsläufig diese Schuhe, um die geht es nicht konkret, sondern um unsere LED-Schnürsenkel. Ich dachte, das ist ja auch so ein Alltagsgegenstand und das zeige ich euch ja auch immer sehr, sehr gerne. Deshalb habe ich euch heute die LED-Schnürsenkel mitgebracht, die auch ein Eigenprodukt von uns sind. Und die gibt es in 4 verschiedenen Farben, halt in den Grundfarben. Die gibt es in Grün, Blau, Gelb und Rot. Und so sieht es dann halt noch eingepackt aus. Und das ist dann eben so, dass in einem dieser Pakete 2 von diesen Schnürsenkeln drin sind, muss natürlich, weil die meisten von uns tragen auch 2 Schuhe. Und das ist dann eigentlich ganz easy. Ich kann euch das hier vielleicht sogar schon einmal so zeigen. Also so wird es nachher auch am Schuh leuchten. Da gibt es auch verschiedene Funktionen, aber da gehe ich gleich drauf ein. Ich wechsle einmal noch die Kamera. Und hoffe, dass ich nicht ganz so blöd stehe. Ja, das geht doch ganz gut. So. Und zwar, easy as it can be, wir haben bestimmt alle schon mal Schnürsenkel in Schuhe gefriemelt, weil man kennt es, sie reißen, sie gehen kaputt, sie fransen aus. Und ja, wenn ihr die Schnürsenkel aus der Verpackung rausnehmt, dann sieht es so aus. Ihr habt den... Da, ups, ich muss mich noch ein bisschen an die Höhe gewöhnen. So, sieht dann eben so aus. Und ihr könnt den Schlauch hier rausnehmen. Das ist ganz easy. Dann habt ihr den nämlich hier noch so. Und dann könnt ihr den einfach hier in die Schuhe reinbinden. Und ich zeige euch das noch einmal. So, wie das aussieht, wenn ihr das, guck mal, habe ich das so fest reingesteckt vorhin. So, wenn ihr die Schnürsenkel drin habt, ich habe die jetzt nur bis hier oben gemacht, weil es doch ein sehr großer Schuh ist. Und ihr habt hier so kleine Löcher und das, da müsst ihr dann einfach von unten die Schnüre durchziehen. So, zack. Dann haben wir das einmal so. Dann ist es fest. Und an der Seite gibt es auch nochmal Löcher. Das zeige ich euch hier noch einmal. Da muss das Ende dann reingesteckt werden, damit es auch wirklich fest ist und euch da nichts dran rumfliegt. So, und dann habt ihr hier noch so eine Vorrichtung. Da müsst ihr so einen kleinen Schalter einmal umdrehen. Der Schalter sorgt dafür, dass die Schnüre auch fest sind. Und jetzt werde ich einmal ein bisschen das Licht ausmachen, um euch zu zeigen. Na, flups. So, schauen wir mal, ob das schon reicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Dann machen wir die auch noch einmal aus. Puh, jetzt ist es dunkel. Und zwar ist da ein Knopf vorne drauf. Und wenn ich den betätige, dann gehen die Schnürsenkel an. Wie geil ist das bitte? Wenn ihr nochmal auf den Knopf drückt, dann kommt ihr in eine Blinkfunktion. Ich stelle mir das gerade mega witzig in der Disco vor, um ehrlich zu sein. Und es gibt noch eine dritte Funktion. Da blinken die dann ein bisschen langsamer. Dann doch noch etwas weniger Strobopop. Und ich habe hier auch noch die roten Schnürsenkel mitgebracht, um euch ein bisschen den Kontrast zu zeigen. Finde ich mega, mega gut. Vielleicht, wenn ihr da noch einmal rauf geht, dann geht's aus. Und noch einmal, dann leuchten sie wieder ganz ohne Zwischenblinken. Ja, noch ein paar Daten dazu. Und zwar ist das so, dass so ein einzelner Schnürsenkel 80 cm lang ist. Also damit solltet ihr schon gut eure Schuhe binden können. Und ihr müsst ja auch nicht oben noch eine Schleife machen, sondern ihr habt ja hier eben
diese Mechanik, wo ihr da die Schläuche reinsteckt und das auch befestigen könnt. Und das ist halt wirklich fest. Also ich rucke hier schon ordentlich dran, da rutscht nichts raus. Und wie gesagt, die in der Verpackung sind zwei Schnürsenkel drin, eben für eure beiden Schuhe. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, die Batterien dafür sind auch schon enthalten. Also da kommen Knopfzellenbatterien rein, die müsst ihr nicht aber zu Hause haben oder extra besorgen, sondern die sind da schon drin. Also ganz easy peasy, könnt ihr einfach einfädeln und dann im Dunkeln mit diesen großartigen Schnürsenkeln leuchten.